Na, für mich hat es so irgendwie so angefühlt. In welchem Part war das jetzt? Känguru reiten? Nein, das warst du noch nicht. Final Fantasy 7? Verpiss dich! Nein, nicht Final Fantasy 7, das höre ich! Was? Das ist Final Fantasy 7! Für die Wii U? Das höre ich an der Musik! Das ist Smash Bros. Oh mein Gott, Cloud! Nein! Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich krieg die Hände voll. Alter, nein. Jetzt beruhig dich! Das ist Final Fantasy 7! Das ist Final Fantasy 7! Oh mein Gott! Oh ich mein bin Gott. Verwirrt! Oh mein Gott, Cloud! Brauchst du ein Taschentuch? Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh. Oh Gott, die Fangirls auf der ganzen Welt sehen alle gerade völlig durch. Ach du Scheiße. Alter, das hat ja niemand kommen sehen. Ich knapp. What? Wer hat das bitte schön? Niemand hat das. Holy shit! Holy shit! Wie? Wieso? Mit Deutsch, dass ich mir keine PS4 kaufen, weil Final Fantasy 7 auf der Wii U erscheint. Oh mein Gott! Oh Gott, wie er abdreht, das ist so geil. Leute, das ist live. Das ist live. Bacon Sack bricht gerade heulend zusammen. Oh, ich zittere. Und der hat sogar das Adventure-Kostüm. Ah! Oh ja. Mein Gott. Oh. Holy fuck. Hammer. Ich meine, ich find's cool, aber so wie du abgehst, ist das ja echt geil. Oh. Ja, damit ist Smash das beste Spiel aller Zeiten. Ja, mein Nintendo just won the Internet. Ja! Nintendo hat gerade die Weltgeschichte gewonnen! Ja. Oh mein Gott! Omni Schlag! Alter, das gibt's doch nicht. Weißt du, da denkst du, die können nicht noch was Geileres machen, als damals Snake in Frostler zu holen. Und da holen die jetzt einfach sich Cloud. Natürlich. Helfer-Trophäe Odin, Helfer-Trophäe Ram und Leviathan, Ifrit. Oh nee, oder? Alter, boah, Bahamut! Ja, das Internet bricht gerade völlig zusammen. Alter! Ja! Ja! Genauso wie mein Kopf gegen Sephiroth! Oh, nicht stark! Alter, oh Gott. Ja, okay, das ist jetzt totaler Fangasm. Ich. Aber. Meinte das jetzt wirklich, dass das Spiel doch für die Mio rauskommt? Smells like Chocobo. Smells like Chocobo. Oh, wie niedlich. Oh, Amiibo-Kostüm mit Chocobo. Da bin ich. Das ist mein Hype. So, und jetzt noch der Newsflash. Komm. Oh mein Gott. Nein, ich will Final Fantasy VII für die Wii U haben. Komm schon. Es kommt noch mehr im Dezember. Das heißt jetzt wahrscheinlich, es kommen noch mehr von der Fighter Ballet. Charaktere. Ja, das war's jetzt, denke ich. Das war's jetzt? Ja. Ich jetzt? Alter. Nintendo! Nintendo! Ah. Ich kann jetzt nicht schlafen gehen. Das ist. Alter Schwede. Alter Schwede. Was für ein Nerdgasm. Oh Gott, oh Gott. Weißt du, ich hab jetzt komplett. Du bist komplett abgeschaltet jetzt. Du hast. Ich kann jetzt auch komplett für mich selbst vergeben, dass ich vorhin anscheinend stumm war, denn das ist so gut, dass wir das jetzt gerade auf Band hatten. Holy shit. Warte mal eine Sekunde. Ich werde jetzt noch was Cooles machen, und zwar den Stream auf uns beide verlagern. So, dann reden wir doch mal darüber, was wir gerade gesehen haben. Abgesehen von der krassesten Ankündigung in der Geschichte des Internets. Ja. Ich sehe auch gerade. Oh, so, warte. Ich glaube, meine Kamera war vorhin die ganze Zeit gerutscht, aber gut, da kann man nichts machen. Alter, wie hammerkrass war denn das jetzt bitte mit Cloud? Ganz das ehrlich. Das hat aber echt niemand auf dem Schirm gehabt. Niemand. Nein. Jeder hat Shovel Knight. Das war schon fast einzementiert. Weißt du, Shovel Knight haben alle gesagt, Ice Climbers haben alle gesagt, Wolf haben alle gesagt. Und dann kommen sie einfach mit. Und dann kommen sie einfach mit fucking Cloud Strife um die Ecke. Alter. Boah. Hey, einer schreibt mich gerade an, hey, Cloud ist in Smash. You don't say. Hätte der sich mal meinen Livestream angeguckt, was sind das eigentlich für Freunde? Keine treuen Fans auf jeden Fall. Ja, also das ist. Aber okay, gut, jetzt sehen wir mal kurz von der Tatsache ab, dass Cloud in Smash ist. Ja? Was, das geht nicht mehr. Nein, weißt du, nein, pass auf, ab heute wird es eine neue Zeitrechnung geben. Ja? Bevor Cloud in Smash war und nachdem Cloud in Smash war. Ja? Das ist jetzt. Das ist alles. Die ganze Welt steht Kopf.
Nee, das kannst du nicht machen, weil den Gag mit der neuen Zeitrechnung habe ich schon bei der E3 gebracht, als sie Final Fantasy VII das HD-Remake angekündigt haben. Ja, das stimmt. Oh, das wollte ich gerade auch noch sagen, weißt du, als ob 2015 nicht noch ein besseres Jahr werden könnte mit der Ankündigung des Final Fantasy VII Remakes, klatschen die jetzt Cloud raus. Einfach so für Smash. Zumal, ja, weil sie es können. Es gibt doch kein Final Fantasy VII, nicht ansatzweise irgendwas von Final Fantasy VII auf Nintendo-Konsolen, oder sehe ich das gerade falsch? Nein, da hast du vollkommen... Halt, warte. Erinnerungen. Nee, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, da ist nichts. Es gibt nur... Doch, es gibt was auf Final Fantasy VII auf Nintendo-Konsolen. Halt. Kingdom Hearts hat auch Nintendo-Spiele. Ja. Und ein paar von den Square Enix-Charakteren tauchen auch bei Kingdom Hearts auf. Und es kann sein, dass... Chain of Memories, da war Cloud mit dabei. Ja, okay. Klar, das ist es. Ja. Das ist die Verbindung. Da hängt das zusammen. Und die Illuminaten haben das alles eingefädelt. aber ich hoffe doch wirklich, dass das bedeutet, dass wir das HD-Remake auch auf der Wii U kriegen, weil dann brauche ich mir keine PS4 kaufen. Ich sag mal so, du musst dir so oder so eine PS4 kaufen, da das anständige Remake von Final Fantasy VII niemals in der Grafikqualität auf der Wii U wiedergegeben werden könnte, wie es auf der PS4 möglich ist. Und bis das Ding rauskommt, das Remake von 7, ja, bis das rauskommt, ist die Nintendo NX-Konsole wahrscheinlich sowieso schon wieder ein alter Hut und es steht schon wieder die nächste Nintendo-Konsole in den Startlöchern, weil das dauert nochmal locker 5 oder 6 Jahre, bis das Ding da ist. Ja, passt auf, die Sache ist die, sollte Final Fantasy VII wirklich nur und ausschließlich und exklusiv für die PS4 rauskommen, dann sollte das vielleicht Cross-Platforming, weil Final Fantasy XIII war auch auf der 360 damals. Ja, stimmt. Das heißt, sollte das auch Cross-Platforming rauskommen, würde ich es mir eher für Steam holen, als mir eine PS4 zuzulegen, weil, ganz ehrlich, eine PS4 ist ja ganz nett. Aber grafiktechnisch haut mein Rechner die PS4. Wenn du einen aktuellen oder einen zukunftsweisenden später ich auch noch. Master Race PC, ja. Wenn du Master Race PC hast, dann musst du dir keine Konsole kaufen, das ist ganz klar, ne? Logisch. Ja. Weißt du, dann brauche ich halt auch keine PS4. Und wenn es aber für die Wii U rauskommt, wenn es jetzt wirklich das ist, so für die Wii U kommt jetzt auch Final Fantasy VII HD Remake raus, deswegen haben wir jetzt Cloud hier drinne. Dann würde ich es mir für die Wii U kaufen. Und mir wäre es dann ehrlich gesagt ziemlich egal, ob jetzt das HD dann in dem anderen besser aussieht, weil mir geht es nicht darum, dass das Final Fantasy VII in einer HD-Grafik ist, sondern mir geht es darum, dass das Final Fantasy VII in einer Grafik ist, die es spielbar macht, im Vergleich zum Original. Ist ja weil, okay, aber warum Inferior Version kaufen, wenn du es auf dem PC haben könntest, wenn du sagst, du hast weil mich die PC. Inferior Version dann 60 Euro kostet und die Superior Version 60 Euro plus eine neue Konsole, die ich eventuell nicht brauche. Ja, aber pass auf, nein, was ist denn wahrscheinlicher, dass Final Fantasy VII für PS4 und PC rauskommt oder dass Final Fantasy VII für PS4 und Wii U rauskommt und nicht für PC? Dann hole ich es mir für den PC. Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Also, ich glaube nicht, dass der Fall eintreten wird, dass du es auf der Wii U bekommst, aber nicht auf dem PC. Dann hätten die komplett Lack gesoffen. Keine Ahnung. Ein Grund gäbe es vielleicht. Amiibo Support? Yay! Ja, hey, Mogri Amiibos, Chocobo Amiibos, warum nicht? Tomberry Amiibos. Ja. Ich habe sie gerade alle drei gekauft. Die sind noch nicht mal draußen. Ich habe sie gekauft. Gerade eben. One-Click-Vorbestellung auf einer dubiosen Seite. Du hast dich durch das Raum Z-Continuum geklickt und mal eben die Vorbestellung für diese drei Amiibo gemacht. Du glaubst nicht, wie über alle Maßen ich Tomberries, Mogris und Chocobos liebe. Tomberries sind ja auch der Hammer. Tomberries sind der Wahnsinn. Kann man nicht anders sagen, ja. Gut. Lassen wir mal Final Fantasy VII kurz beiseite. Ich versuch's. Gut.